Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und ich habe heute für jeden Gamer, für jeden, der einen PC zusammenbauen möchte oder seinen PC erweitern möchte, was richtig cool ist, denn Case Gaming, der heutige Sponsor der heutigen Folge, hat einige geile Teile für euch hier in die Praxis gebracht und diese gibt es auch zu gewinnen, also bleibt dran. Ab heute bis zum 30. gibt es die King Deals von Case King. Schau jetzt in die Beschreibung, du kommst zu richtig geilen Angeboten und richtig geilen Sales. Auch die Produkte heute, die ich dir vorstelle, sind dort im Sale und auch noch ganz viele andere. Also schau vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und für die, die einen Stuhl suchen, Noble Chair auf Case King ballert auch ein geiles Angebot raus. Also schau jetzt vorbei. Das erste Päckchen von euch, von Case King, ist ein MIDI Tower. Das ist hier der Fantex Evolve X. Da schauen wir jetzt rein. So, einmal haben wir hier das Zubehör. Einmal hier Gebrauchsanleitung. Das Modul für die HDD. Ich bin Arzt und keine Hebamme hier. Raus. Gut, raus. Das schaut geil aus. Powerknopf. Hier oben haben wir Belüftungsschlitze. Gehärtetes Glas. Also ich finde das Design richtig sexy, schaut richtig, richtig geil aus. Viel Alu, sehr schön, einfach dieses kalte und auch Glas. Wir haben hier zack, zack. Dann geht das Ganze auch auf. Zweimal USB 3.0, USB Typ C 3.2. Mikrofoneingang, Lautsprecherausgang. Und hier diese zwei Tasten. Damit kannst du das ein oder andere regulieren am Gehäuse. Ansonsten geht das hier zu. Der hier geht dann auf. Hier vorne haben wir schon zwei mit eingebaute Lüfter. Und hier zwei Anschlüsse, um das Glas dann auch zu öffnen. Ist also fest verbaut, muss man hier immer entriegeln. Das hier ist die Rückseite, auch da hinten haben wir nochmal einen Lüfter verbaut. Netzteil, Mainboard-Bereich. So, das nächste Paket für euch. Was haben wir drin? Was haben wir drin? Was erwartet euch? Fangen wir mit den Kabeln an. Kabelmod, schwarz-weißes Design für den, der so ein Black and White Innenleben hier einbauen möchte. Hat damit die Möglichkeit. Dann haben wir hier die EK EvoD RGB Lüfter.
das Ganze zweimal. Diese sind sehr, sehr leise und auch beide digital ansteuerbar für die RGB-Beleuchtung. Oh yeah. Dann haben wir ...650 Watt Netzteil. Liadex 3 Gold eSports. Gebrauchsanleitung. Standard, ganz normal, alle Kabel mit dabei. Und hier haben wir nochmal das sehr schöne Netzteil. Super Flower. So, jetzt kommt was sehr, 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 sehr Schönes, nämlich hier auch von EK Quantum Power Kit RGB, das P240er. Ein richtig, richtig schönes Kühlsystem. Wir haben nämlich hier durchsichtige Schläuche und eine durchsichtige Kühlflüssigkeit. Das ist ein Konzentrat, das kannst du dann auflösen, denn wir können durch die Schläuche die Wasserkühlung im PC sehen. Und in diesem Tower, der von beiden Seiten aus Glas ist, schaut das Ganze richtig sexy aus. Also wirklich alles mit dabei, komplett Set, egal ob AMD, egal ob Intel. Wirklich für alle Prozessoren das Ganze möglich. Alles nochmal erklärt. Boah, riesengroße Verpackung. Alles drum und dran. Natürlich Gebrauchsanleitung auch irgendwo da drin. Kabel, Kabel, Kabel. Komplett aufeinander abgestimmt. Die Plate. Dann auch hier nochmal. Um das Ganze zu fixieren, um das Ganze hinzumachen. Der CPU-Wasserblock, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch Kinetic. Da drinnen befindet sich die Kühlflüssigkeit. Und sie leuchtet blau. Komplett set. Schaut es euch an. Das wird dann verbaut. Also der, der hier gewinnt, ja, Hammer. Nicht mal mein Rechner schaut so schön aus. Da seht ihr es nochmal. Unglaublich, schaut es euch noch mal an. Einfach nur Hammer.
das schaut... Boah. Geil. Ich hab Bock auf sowas bekommen. Das war noch nicht alles, denn wir haben hier nochmal Zubehör. Dann haben wir hier ein Färbemittel. Kannst du eine Flüssigkeit in der Farbe färben, wie du das Ganze haben möchtest. Und auch hier nochmal zwei RGB-Lüfter. Also insgesamt vier Stück. Und zu allerletzt das ROG Strix Z4090 von Asus. Das Mainboard Chipset Intel Z4090. Intel Core 10. Generation Support AuraSync. Auch hier von Asus. Also das kannst du hier komplett in deinen Gaming-Rechner einbauen. Richtig klein. Das kleine Stück. Schaut es euch an. Da ist es. Die wichtigsten Anschlüsse hinten. HDMI, DisplayPort. Superspeed, USB-Anschluss, LAN-Anschluss. Wi-Fi 6 haben wir hier. Mic-In, Line-Out, Line-In, USB Typ C. Richtig Stück Gamer-Syndrom. Wie kannst du teilnehmen? Schreib mir jetzt einen Kommentar. Was würdest du mit diesem Zubehör alles tun? Würdest du aufrüsten? Würdest du einen komplett neuen dir zusammenstellen? Wenn ja, an den Gewinner, schick mir dann auch Fotos. Ich will den fertigen Rechner auch sehen. Welches Spiel würdest du als allererstes auf diesem Rechner spielen? Dann auf Instagram. Da wird ein Foto von den Teilen sein, ein Beitrag bei mir auf Instagram. Dort kannst du deine Gewinnchance verdoppeln. Dort werden auch die Punkte stehen, was zu tun ist, um deine Gewinnchancen zu erhöhen. Also einmal einen Kommentar hier schreiben, abonnieren den Kanal, Glocke aktivieren, dann auf Instagram wechseln und dort die 1, 2, 3 Punkte durchlesen und einfach erfüllen. Und dann landest du in zwei Lostöpfen und hast dann die Möglichkeit, das Ganze zu gewinnen. Ansonsten Daumen nach oben, schreib mir deine persönliche Meinung zu den gesamten Teilen. Vielen Dank an Case King und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.